Herzlich willkommen zum 10-Minuten-Gebet aus dem Kirchenkreis Walsrode. Unsere Organistin Margarete Jobmann und ich begrüßen Sie heute wieder ganz herzlich aus der St. Pauli-Kirche in Gilten. Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wir sind versammelt an unterschiedlichen Orten, zu unterschiedlichen Zeiten. Wir sind versammelt im Glauben. Und so feiern wir diese Andacht im Namen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten. Gott, ich bin hier und du bist hier. Ich bete zu dir und weiß, ich bin verbunden mit dir und mit anderen, die zu dir beten. Ich bin hier und du bist hier, das genügt. Und ich bringe dir alles, was ist. Höre auf mein Gebet. Amen. Gucken Sie sich ruhig um. Hier in unserer Kirche in Gilten ist fast kein Stein mehr auf dem anderen. Naja, ganz so schlimm ist es nicht, aber Sie sehen, die Baumaßnahmen haben begonnen. Unsere Kirche bekommt eine Wärmedämmung und eine energiesparende Heizung. Die Wände werden gegen weitere Durchfeuchtungsschäden geschützt, damit in Zukunft nicht mehr der Putz und die Farbe von den Wänden fallen. Und dann am Ende gibt es einen frischen Anstrich und ein neues Lichtkonzept. Diese Kirche ist eine Baustelle. Unser Zentrum, der Altar, ist kaum noch zu erkennen. Er ist, so wie die Kanzel und das Taufbecken, in dicke Folie gehüllt. Neulich wollte ich mich auf unserer Baustelle mal wieder umgucken. Da lief hier in der Kirche ganz laut Hitradio Antenne. Und draußen vor der Kirche hatten die Handwerker ihre wohlverdiente Pause gemacht und Zigarettenrauch war in die Kirche gezogen. Nicht nur dieses Gebäude hier, auch unsere Institution Kirche ist eine Baustelle. Das ist sie immer gewesen. Die Gestalt der Kirche hat sich immer wieder verändert. Zunächst war sie mal ein ganz kleines Projekt. Die ersten Christinnen und Christen trafen sich in ihren Wohnzimmern. Unter Kaiser Konstantin wurde die Kirche zur Staatskirche. Aus einer verfolgten Gemeinde wurde die verfolgende Kirche, die diejenigen mit dem Tod bedrohte, die sich nicht taufen lassen wollten. Martin Luther reformierte die Kirche. Ein weiteres Großprojekt war es, als die Frauen ihren Platz in der Kirche gesucht haben. Seit ungefähr 60 Jahren werden Frauen in der evangelischen Kirche zu Pastorinnen ordiniert. Dieses Bauprojekt ist noch nicht in allen Kirchen abgeschlossen. Bis heute gilt, die Kirche ist eine Baustelle. Was wird aus dem Kirchensteuersystem? Wer wird in Zukunft zur evangelischen Kirche gehören? Diejenigen, die auf ihrer Gehaltsabrechnung eine Abbuchung der Kirchensteuer vorweisen können
oder diejenigen, die freiwillig ihren Beitrag leisten? Und wer wird die Gottesdienste gestalten? Werden es Menschen sein, die als Ingenieur oder als Landwirtin arbeiten? Wo werden die Kirchen ihren Platz in der Gesellschaft finden? Viele Religionen gehören im 21. Jahrhundert zu Deutschland. Was wird unser Beitrag sein? Wird unsere Stimme gehört werden? Wofür wollen wir uns stark machen? Ja, ja. Aber ich finde, das ist ja im Moment so die schlimmste Ecke, oder? Diese Eimer und Putz und Steine und... Die Kirche ist eine Baustelle. Ich bin gespannt, was die Zukunft noch bringt. Ich bin gespannt, was Gott mit dieser Kirche vorhat und wie er ihre Gestalt verändern wird. Natürlich freue ich mich auf den Tag, wenn wir hier die Wiedereinweihung unserer Kirche feiern mit einem großen Gottesdienst. Und ich freue mich auch, dass ich miterleben darf, wie die Kirche ihren Weg findet im 21. Jahrhundert. Im Epheserbrief steht: Weil ihr zu Jesus Christus gehört, seid ihr als Bausteine in das Haus Gottes eingefügt. Der Eckstein im Fundament ist Jesus Christus. Das Entscheidende an der Kirche sind nicht die Backsteine. Das Entscheidende sind die lebendigen Steine, nämlich die Menschen, die zu Jesus Christus gehören in ihrer jeweiligen Zeit. Amen. Lassen Sie uns gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.